Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erstmal einen herzlichen Dank an die Piraten. Sie haben dem Berliner Parlamentarismus wieder eine seiner Sternstunden beschert. Ich hätte ja verstanden, wenn die Koalitionsfraktionen diese Aktuelle Stunde beantragt hätten, weil in Situationen von Koalitionskrisen beantragt man immer Aktuelle Stunden, die möglichst weit weg von den kritischen Themen sind. Das Tourismuskonzept wird gerne genommen, jetzt haben wir heute die Fahrradstrategie. Ich hätte ja verstanden, in einer Situation, wo am 25. Mai fast zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner das Senatskonzept abgelehnt haben für das Tempelhofer Feld, wenn da die Koalition gesagt hätte, darüber wollen wir nicht diskutieren. Deshalb haben Sie ja auch dankbar Ihren Antrag aufgenommen. Ich hätte es verstanden, wenn die Koalition das beantragt hätte in einer Situation, wo sich bei der Tempelhof-Abstimmung der sozialdemokratische Koalitionspartner, die CDU, einen schlanken Fuß gemacht hat, abgetaucht ist und sozusagen im Stillen gegen die ZLB und damit gegen den Masterplan des Senats agitiert hat. Ich hätte es verstanden, wenn die Koalition das beantragt hätte vor dem Hintergrund, dass der Senat mit den Stimmen der CDU beschlossen hat, sich um das Gasnetz zu bewerben und jetzt auf einmal die CDU entsetzt ist, dass das Land Berlin mit seinem Unternehmen Berlin Energie gewonnen hat. Warum habt ihr dem denn zugestimmt, frage ich. Das ist doch irre. Dann hätte ich es auch verstanden, dass man nicht darüber reden will, in welchem Zustand diese Koalition insgesamt ist und die CDU gestern den Koalitionsvertrag gebrochen hat und sich nicht um die Regeln der Zusammenarbeit schert, sondern erfreulicherweise mit der Opposition abstimmt. Meine Damen und Herren, das hätte ich verstanden, wenn man darüber nicht reden will. Aber das beantrage ich doch nicht als Oppositionsfraktion. Jetzt will ich nicht sagen, dass das Thema Fahrradverkehr ein unwichtiges ist. Ich will auch die Aktualität nicht damit begründen, dass ich heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen bin, sondern das Argument zählt nicht, weil ich das fast jeden Tag tue, außer es ist Schnee und Eisklette, sondern ich finde, es ist kein Thema für die Aktuelle Stunde. Das hätte man im Parlament an anderer Stelle behandeln können und intensiver und gründlicher behandeln können. Herr Kollege Wolf, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Delius? Ja, bitte. Das ist ja alles sehr interessant und inhaltlich kann ich Ihren Ausführungen auch bezüglich GASAG und so weiter zustimmen, Herr Wolf, aber verstehe ich Sie richtig, dass Sie lieber über das BAföG geredet hätten an dieser Stelle? Bitte schön. Die Frage kann ich nicht so richtig verstehen, weil das Thema BAföG habe ich noch nicht angesprochen und das war jetzt auch nicht mein Vorschlag. Sie wissen, welche Aktuelle Stunde wir beantragt haben und darüber hätten wir gerne geredet. Aber ich will jetzt kurz zum Thema Fahrradverkehr und Fahrradstrategie sprechen. Das Absurde ist ja, dass bis auf ein paar wenige Unterpunkte sich alle Fraktionen in diesem Hause hier ja einig sind, dass die Fahrradstrategie des Senates vom Grundsatz her eine gute ist. Ist auch kein Zufall, weil die wesentliche Vorarbeit ist schon bis im Jahre 2011 von Rot-Rot geleistet worden. Und insofern profitiert die jetzige Koalition davon. Das Problem besteht nur darin, dass die Strategie und das, was in der Strategie steht, zwar gut ist, aber dass wir ein Umsetzungsproblem haben. Wir haben ein Umsetzungsproblem auf der Ebene der Finanzierung. Es ist schon angesprochen worden. Der nationale Radverkehrsplan sieht als Untergrenze, als absolutes Minimum 5 € pro Einwohner für den Radverkehr vor. Das wären in Berlin roundabout 15 Millionen Euro. Im Haushalt eingestellt sind 6 Millionen Euro. Und wenn wir uns mal ansehen, um was es geht um eine Aufstockung von 8 Millionen Euro. An dieser Stelle. Und jetzt, Kollege Müller, nicht mit dem Argument kommen, wir haben ja auch noch Mittel für den Straßenbau, die auch dem Radverkehr zugutekommen. Das ist das gleiche Argument, wie auch der Straßenbau nutzt auch der Straßenbahn, weil die Straßenbahn auch auf der Straße fährt.
Also das halte ich alles nicht für sinnvoll. Wir brauchen angesichts der Tatsache, der erfreulichen Tatsache, dass immer mehr Berlinerinnen und Berliner Radfahren und auch regelmäßig Radfahren, die Infrastruktur für diese Menge von Radfahrern nicht mehr ausreichend ist. Das heißt, an dieser Stelle muss der Infrastruktursenat mal in die Infrastruktur investieren, und zwar mit einem relativ geringen Betrag, 8 Millionen mehr. Dann würden wir das Minimum des nationalen Radverkehrsplans erfüllen. 8 Millionen mehr, das ist doch in diesem Haushalt nicht wirklich das Problem. Und wir würden damit einen wirklichen großen Sprung nach vorn machen können bei der Entwicklung der Radinfrastruktur. Und das setzt allerdings auch voraus, dass die Bezirke, die ja auch einen wesentlichen Teil dieser Aufgaben erfüllen müssen, dann auch entsprechend mit Personal ausgestattet sind, damit sie das planen können, damit sie es vorbereiten können. Das sind die Voraussetzungen. Und ich sage, an dieser Stelle hat bei einem Thema, wo man mit relativ geringen Mitteln sichtbare und spürbare Verbesserungen und im Übrigen auch die von Ihnen zu Recht bedauerte Steigerung der Unfallzahlen und die hohe Zahl von tödlichen Unfällen bei Radfahrern doch deutlich reduzieren könnte und das Ziel, das in der Radverkehrsstrategie angesprochen ist, auch erreichen könnte. An dieser Stelle sage ich, muss in der nächsten Haushaltsberatung wirklich nachgebessert werden. Und hier müssen, damit das nicht nur auf dem Papier stehen bleibt, müssen auch die notwendigen Mittel bereitgestellt werden. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Heinemann, Herr Wolf. Bitte. Bitte schön, Herr Heinemann. Ja, sehr geehrter Herr Wolf. Bleiben Sie bitte sitzen. Danke. Okay. Ist nicht nötig. Ja, sehr geehrter Herr Wolf, so weit auseinander scheinen wir dann aber doch nicht zu sein, weil Sie haben jetzt gerade 8 Millionen mehr gefordert. Ich habe noch mal nachgeguckt, in den Haushaltsberatungen haben Sie nur 500.000 mehr gefordert. Erklären Sie mir das mal bitte. Ja. Wir haben mehr als 500.000 mehr gefordert, sondern wir haben 2,5 Millionen mehr gefordert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, weil wir gesagt haben, wir stellen auch Forderungen in den Haushaltsberatungen, die möglicherweise auch Bewegung bei der Koalition auslöst, weil diese 8 Millionen, hätten wir gedacht, das geht überhaupt nicht mit dieser Koalition. Aber ich sage nochmal, das muss das Ziel sein, auf dieses Niveau zu kommen. Ja, hallo, das steht in Ihrer Radverkehrsstrategie als Bemühenszusage drin. Und es können sich vielleicht noch einige erinnern an die 90er Jahre, was eine Bemühenszusage im Lande Berlin heißt. Ja? Also, der zweite Punkt, um den es geht, es gab ja ein langes Mitzeichnungsverfahren, in dem alle harten Formulierungen, was die Finanzierung angeht, abgeschwächt worden sind, damit das alles auf die Haushaltsberatung verlagert wurde. Und auch von Seiten des Innensenators ist auch abgeschwächt worden, nämlich das Thema der Kontrolle. Der Kontrolle zum Beispiel von der Blockierung von Radwegen durch geparkte Autos, der Blockierung von Radstreifen durch geparkte Autos, was dann auch dazu führt, dass dann auch teilweise Kreuzungen unübersichtlich sind und wir dann hier gefährliche Stellen und Unfallschwerpunkte haben. Und an der Stelle sage ich nochmal, auch hier muss die Kontrollintensität verstärkt werden. Und wenn ich lese in der Antwort, die vor einiger Zeit der Kollege Müller auf eine Anfrage des Kollegen Gelper gegeben hat, dass es keine Anweisung gibt, an die Ordnungsämter dort kontinuierlich zu kontrollieren, sondern dass es gelegentlich mal eine stichprobenartige Kontrolle gibt und dass die Entfernung der Fahrzeuge auch nur stattfindet, wenn es für verhältnismäßig erachtet wird. Das ist nichts anderes als eine Aussage. Es findet diesbezüglich nicht statt. Und da sage ich, auch das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Deshalb komme ich zum Schluss. Wir haben an dieser Stelle, wie gesagt, kein Erkenntnisdefizit. Wir haben auch kein Defizit an guten Konzeptionen, die auf dem Papier stehen, sondern wir haben ein Finanzierungsdefizit und wir haben ein Umsetzungsdefizit und wir haben ein Kontrolldefizit wie in vielen anderen Bereichen, und das muss sich ändern.